TikTok-Edit zu Martins Aussage. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, keine Ahnung, Papa Platte und Reese nach 15 Tagen noch da und du hast nach 7 Tagen quasi, warum auch immer, Gründe sind ja vielfältig. Oh mein Gott, war der bodenlos, Digga, bodenlos. Bodenlos. Aus gegebenem Anlass ist das hier. Mann, ist das... Ich kenne Papa Platte nur vom E2-mal telefonieren und ein bisschen aus seinen Streams. Halte ihn aber für unfähig. Also das, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, als er draußen in der Tour war, die Bodenverbrannte... Mann, das tut mir so leid für die, Digga, aber es ist auch zu funny, Bro. Oder auch Kevin hat für mich keine Blickigkeit, wenn die... Ich kann dazu nichts sagen, leider. Digga. Crazy. Crazy. Aber ja, ey, Real Talk, also der Plot ist witzig und ich find's funny, dass es jetzt dann so, so rum jetzt ist. Aber, Digga, es tut mir auch so leid für die, ne? Alter, what the fuck. Digga, no joke, damit hätte niemand gerechnet, Bro. Digga, wirklich, das hier? Alter, damit, das hat doch niemand erwartet, oder? Das ist doch der Plot, von dem keiner gerechnet hat. Oh mein Gott, what the fuck. Salz in die Wunde, Mann, nein, nein, nein. Real talk, real talk, real talk. Wir hätten da, muss man ganz klar sagen, wir hätten da genauso, wenn nicht sogar früher verkackt. Hundertprozentig, Bro. 1000%. Nein, ich kann das nicht tweeten. Ich kann das nicht tweeten, Bro. Das ist so asozial. Nein, 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 nein. Ey, dafür ist es mir jetzt wirklich, mach das, nein, 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 nein. Dafür ist mir das zu, dafür check ich zu viel, wie die sich gefühlt haben. Das geht nicht, Bro. Das kann ich nicht machen. Welches Team geht safe vor euch raus? Das ist richtig gemein. Ah, Mario Kart. Oh, der ist cold. Oh. Der ist krass. Der kracht. Oh, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Welches Team geht safe vor euch aus? So, auch dass ich auch. Ich lach da auch wie so ein Hurensohn, Bro. Bro. Oh, Mann. Ja, das ist 7-1 Brasilien gegen Deutschland. Ja. Alter, what the f***. Boah. Schau Cracks bei Twitter. Dicker, so ein Mann, Bruder. Gottlos, ja. Gottlos, Digga. Gottlos. Gottlose Nummer. Er liked. Ja, soll ich das jetzt ungeliked lassen, oder was? Ich muss doch meinen guten Kollegen Crackspy unterstützen. Das ist mehr so ein Ich-supporte-ihn-Like. Ich rufe mal Stegi an, ob er Lust hat, auch noch zu joinen. Dann wären wir eine kleine Dreiergruppe. Wäre eigentlich auch ganz geil. Ich guck mal, was der macht. Das hätte ich auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Oh mein Gott. Kevin ruft an. Wir können. Was geht ab? Mann, was hast du dir angeguckt? Dieser Tweet, Bro. Hast du gerade gesehen, dass ich offen hatte, oder was? Ja. Hast du den hier gesehen? Warte. Oh mein Gott. Den hast du vielleicht schon gesehen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viele Tweets dazu gesehen. Welches Team geht... Oh, Bro, Chad hat mir das hier gelinkt, Bruder. Welches Team geht safe vor euch raus? Ah, Mario Kart. Bro. Alter, euer Lachen ist meine so Lache gemein. Ist so ein Alter. Digga, das, oh mein Alter, Gott. Das ist, also ne, das haben wir davor aufgenommen für so behind the scenes, Alter. Wie du dir am Bauch so kratzt, als ob das so, ja, als ob das ja, so ein Main-Character. Bro. Ja, aber auch von so einem Cartoon oder von so einem Anime. So, keine Ahnung, so eine normale Bewegung so nebenbei beantwortest du die Frage einfach so, naja. Oh mein Gott. Oh Digga, mein eure Gott. Eure Mimik, wie auch immer lacht. Das ist so kacke, ne? Das ist so. Nein, kacke. Digga, fühl dich doch nicht schlecht. Null. Ich fühl mich nicht schlecht. Nee, ich find's auch sehr witzig. Ja, so. Nee, ich find's auch sehr funny, doch. Nee, also so schlecht fühl ich mich jetzt auch nicht. Also, so ist nicht. Aber ich meine, also guck mal, so, ich find's plotmäßig, das habe ich gerade schon zu checken gesagt, plotmäßig ist es halt mega witzig, you know? Ja, es ist perfekt. Es ist der Plot, den meine Zuschauer, I guess, sehen wollten, you know? Ja, die Blicklichkeit allein schon, weißt du? Wenn ja, einfach so dieses umgedrehte so. Eben, aber alles, so jede einzelne Satz mit der Blicklichkeit, ja, nee, die haben da keine, die kriegen das nicht hin und so, das ist perfekt gewesen, das ist Storyline-mäßig ist das krank. Ja, halt ja, also halt allgemein krank. Ist es halt so, ist es so das, wo
das ist halt so schade, dass das jetzt halt so nur so 50% haben das halt so auf Twitter gesehen, auf Freeview gesehen und 50% haben das jetzt halt auf YouTube gesehen, so, aber halt 3 Monate später gefühlt. Wäre das alles an einem Tag gewesen, ja. Boah, Twitter hätte ja gebrannt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Fall. Das finde ich ein bisschen schade so, aber ja. Was das hier? Genau, das ist ja das ganze Problem von Sam vs. Wild, dass egal was passiert, der Impact nie so krass sein wird. So dieses, ja, das war am Anfang viel schlimmer. Stell dir mal vor, am Anfang, als ihr zurückgekommen seid, direkt als ihr zurückgekommen seid, das wäre schon irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen. So, das wäre krass gewesen. Bruder, die Leute in den Kommentaren, fühle. Die Leute in den Kommentaren schreiben, also bei Reddit, schade, dass die beiden raus sind. Papa Platte und Reese definitiv auf dem aufsteigenden Ast. Das funktioniert gut, was die da machen. Freut mich für die beiden, dass da Erfolgserlebnisse kommen. Jetzt sind alle Tierlisten komplett daneben. Der Clip, in dem Martin den Papa Platte gefrontet hat, ist jetzt echt wie Milch gealtert. Mann, aber was. Realtalk, wir hätten bei deren Spot genauso verkackt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Wir hätten da ja genauso reingeschissen. Aber dennoch finde ich, ich würde eher sagen, dass auch die es vielleicht anders gemacht hätten an einem anderen Tag, aber auch ihr, also, oder nicht? Also wäre es nicht möglich gewesen, den Fluss so schnell weiter noch bergauf zu gehen oder halt ins Land? Ja, aber die haben vermutet, dass das nichts bringt. Ja, okay. Aber ja, natürlich voll. Das ist letztendlich ist es nicht wirklich competitive, logischerweise, aber ist ja nicht der Sinn davon. Ja. Kriegst du dann für die 300 Bits, Zitat, genug Trinkwasser? Abschätzen zu können. Wir hatten gleichzeitig noch zu prüfen, ob überall Trinkwasser vorhanden ist. Das haben wir auch dementsprechend geprüft. An jedem Spot auch ausreichend, sodass die Contestants da keine Probleme haben, Trinkwasser zu gewinnen. Ja. Nahrungsmittel war nur bedingt von uns prüfbar. Wenn man die Steine hochhebt, sieht man genügend Muscheln, Krabben, die man essen kann. Die Bären, die hier im Wald wachsen, die kann man halt essen. Also von der Seite her. Max und Janis sind das ja alles mit dem Helikopter abgeflogen. Von oben sieht man das ganz gut, dass doch Nähe vom Strand doch Wasserquellen waren. Ja, und das haben die sich dann so markiert und uns weitergegeben. Und so konnten wir dann einfach herfahren und hatten eine gute. Ja, nur der Punkt ist, dass diese Wasserquellen, die von Max und Johannes, also diese Seen, die von Max und Johannes aus dem Heli raus gespottet worden sind und diese Koordinaten und Infos dann ans Sicherheitsteam weitergegeben worden sind, diese Infos hast du ja als Teilnehmer nicht. Also weißt du ja gar nicht. Woher sollst du wissen, dass da plötzlich ein See ist? Aber es soll auch nicht immer so rüberkommen, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie Mimimi mache und nur rumheule oder so, ist überhaupt nicht mal. Boah, aber das ist genau das, was ich sehen will. Ich will sehen, dass er sich ab... Danny Klose, a.k.a. der neue Bundeskanzler, was? Wir leben in einer Simulation. Nein! Dennis Klose von Ups, die Punch. Mann, Bruder, er heißt Danny Klose. Was für Dennis, Bro? Er ist jetzt Politiker bei der SPD. Wenn ich irgendwo mal sehen würde, dass er eine Rede hält, ich glaube, ich könnte mich nicht zusammenreißen, weil ich würde mies anfangen zu lachen. Denn ich verbinde mit diesem Mann einfach nur diese ganzen lustigen Ups, die Punch-Folgen. Und vor meinem geistigen Auge würden diese... Ich muss sagen, ich habe Ups, die Punch-Show aber schon relativ früh dann aber auch angefangen zu haten. Ich war schnell in dem Alter, wo ich es dann auch wieder cringe fand. Also ich fand es am Anfang immer cool, aber es ging ganz schnell, dass ich es cringe fand. Er hat einen Hamsterrad-Job jetzt auf LinkedIn. Was heißt das genau? Würden diese ganzen Folgen abspielen, während was er... Was ist ein Hamsterrad-Job? So einer, wo die so im Büro arbeiten und kein frisches Obst haben? Ist das hier Danny Klose? Nee, ne? Denke mal nicht. Oder? Warte mal, das ist der, oder? Alter, der hat ja Ultra-Glow-Up gehabt. What the fuck, Junge, hä? Bruder, er sieht hier aus, als hätte er irgendwie so ein Tech-Startup. Naja, und... Und hier sieht er aus, als hätte er einen eigenen Minecraft-Server und grieft regelmäßig Leute oder so. Bruder, das ist... Alter, what the fuck? ...Rede halten würde. Und ich würde einfach einen miesen Nachflash kriegen. Aber no hate an ihn, er ist voll der Ehrenmann. Schau mal dieses TikTok von Welte. Ich denke einfach nur Welte. Stunde? Ich sag, jeder Mensch sollte das schaffen, wenn er nicht irgendwie irgendeine Art von Behinderung hat. Ja, was denn? Wieland! Ich habe dich raus! Raus hier! Raus! Oh, ich hab keine Unterhose! Witzigerweise habe ich keine Unterhose an. Hose, ja. Das ist so krank, du machst immer so eine Scheiße! Ich hab hier keine Unterhose an. So geil! Bei jedem sind so geile Clips, Digga. Und bei Wieland ist einfach ein Clip mit drin, wie der hustet. Aber es ist wirklich. Das ist die Wieland-Welte-Core. Also halt for real. Dass er hustet einfach. Digga, Wieland ist auch so ein Charakter, der macht keinen Sinn, Bro. Der wurde auch im Labor gezüchtet. Real talk. Wie ist das ein echter Mensch? Digga, Wieland ist so geil. Ey, Mann. Es wird wieder Zeit für eine Wieland-Tür-Compilation. Ich selbst habe bei Silbern mich damit
Ehre. Man hat einfach geklopft. Es ist einfach jedes Mal ein Highlight. Ich liebe es. Ich liebe es, immer das gleiche Klopfen. Ja, warte kurz, ich muss kurz trinken. So, ich leg dir noch 3 Enterhaken rein. Ja. Ja, herein. Alter, jetzt nicht, Rumatra. Also. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da hab ich habe ja vorher den. Power bekommt für Rosa Dornenhandschuhe. Yes. What? Das ist überlegt. Wieder. Ja, herein. Ja. Ja, Papa, herein. Das ist so okay, geil, wie die immer irgendeine Scheiße labern am Discord. Bro, wie lebst du? Das kaufe ich. Wie glatt. Ja, herein. Nee, absolut nicht, Alter. Ah, was? Digga, stell dir vor, du kommst da in den Streamraum von deinem Sohn und der Typ sitzt da mit einem Bauarbeiterhelm, Junge, und zockt Minecraft. Was geht einem da als Elternteil durch den Kopf? Was denkt man da? Was ist da? Was geht da ab? Was denn? Ey, Mann. Aber Leute, mit dem Prime könnt ihr kostenlos reinzappen. Ja. Ja, was ist das? Ey, Antonia, hallo. Bitte. Ja, oh. Habt ihr es gehört? Wie geil, Alter. Wieland. Eine gute Idee. Entschuldigung. Boah, doch, Doppelhunter. Guck mal, wie die reinballern. Ja, aber es gewinnt. Ja. Ja, was? Oh, fuck. Oh, was? Eingeschlafen. Matra. Hast du es gehört? Ja. Ein Service Alert. Da ist eine Lithium-Batterie drin. Professionelles Unboxing, so sieht's aus. Ist egal. Das ist eine Adresse, oder? Oh. Monka S, die scheiß Adresse. Ihr Wick. Wieso bin ich so dumm? Hallo, du 2 Max hier. Oh, wow.